Hallo und herzlich willkommen zu Let's Go Bricks. Heute stelle ich euch meine Tiere aus dem Legoland vor. Dabei habe ich einen Fehler gemacht. Damit euch dieser Fehler nicht passiert, werde ich euch über diesen Fehler aufklären. Auch aus Fehlern kann man lernen und ihr könnt es dann bei eurem Einkauf im Legoland besser machen. Dann habe ich leider, was die Tiere angeht, keine so guten Nachrichten, aber alles der Reihe nach im Video. Viel Spaß dabei! Dann geht's los. Auch im Legoland werden leider Fehler gemacht. Das darf eigentlich nicht passieren, aber wo Mensch und Maschine arbeiten, passieren leider Fehler doch. Deshalb mein Tipp, prüft eure Bestellung. Ich hatte bei meiner Bestellung leider einen Elefantenkörper und zwei Elefantenköpfe hatte ich zu wenig drin. Die darf man sich selber nicht aus dem Regal holen, sondern die tun einen die Mitarbeiter praktisch einpacken. Und da wurden mir, wie gesagt, hier zwei zu wenig und hier auf dem Körper einer zu wenig. Das ist wirklich etwas ärgerlich eigentlich. Ja, es geht da um 15 Euro und dann nochmal um die Hälfte sozusagen, also ja, ein Kopf nochmal zu wenig. Also es geht dann irgendwo um 20, 25 Euro. Das ist nicht wirklich gerade viel Geld, deswegen ärgere ich mich auch nicht darüber. Aber normalerweise dürfen keine so Fehler passieren. Dann habe ich noch ein Schaf zu wenig. Das ist dann eigentlich auch eine ganz lustige Geschichte und die erzähle ich euch dann einfach noch ganz kurz. Aber wirklich mein Tipp, prüft einfach die Bestellung nochmal und ich zeige es euch hier gerade nochmal. Also ich hatte hier schon wirklich eine sehr große Bestellung. Dann habe ich noch die Elefanten bestellt. Wie es zu diesen 30 Elefanten, also ich habe hier noch nicht nur die zwei, sondern ich habe mich tatsächlich nochmal für 30 entschieden. Wie es dazu kam, die Geschichte gibt es jetzt dazu. Dann noch ganz kurz, warum habe ich so viele Tiere? Ich war natürlich nicht allein da, sondern noch mit zwei anderen Personen, also wir waren zu dritt und jeder darf sich fünf Tiere mitnehmen, also fünf von jeder Art und deshalb haben wir etwas mehr Tiere bekommen. Das ist einfach der Grund dafür und da wird auch wirklich von den Mitarbeitern peinlichst darauf geachtet, dass wirklich bloß fünf Stück von jedem Tier mitgenommen werden dürfen. Also das mal ganz kurz als Hintergrundinfo noch. Und ja, so wie es denn dann so ist, ich habe ja schon gesagt, es gibt sympathische Mitarbeiter und es gibt weniger sympathische Mitarbeiter. Ich habe einen sehr sympathischen Mitarbeiter, habe ich da erwischt, ironischerweise natürlich. Und als ich den dann schon in der Kasse gesehen habe, habe ich gleich die Kasse gewechselt, aber er wollte mich tatsächlich unbedingt bedienen. Keine Ahnung, was da sein Problem war oder was sein Gedanke da war. Ich habe tatsächlich nichts gegen lackierte Fingernägel. Ihr wisst ja, ich bin sehr tolerant zu allem und zu jedem. Habt da nichts gegen jemand oder so, aber keine Ahnung, vielleicht hat er sich da nicht genug von mir gewürdigt gefühlt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war er ziemlich streng zu mir. Wir hatten dann tatsächlich 20 Schafe und er hat es dann auf 15 reduziert, obwohl ich wirklich hier, oder obwohl wir dann zusammen wirklich schon eine sehr große Rechnung hatten. Und es sind dann hier, also 15 Schafe könnt ihr hier sehen. Und dann gab es noch zum Schluss dann, also wir waren schon wirklich fast bei 1000 Euro und da kann man wirklich ein bisschen toleranter sein, also um 5 Schafe. Aber ja, wie gesagt, er war es dann nicht. Und wenn ihr die Schafe mal gesehen habt, es sind dann letzten Endes, sind es dann nur 14 geworden. Also er hat sich da auch nochmal verzählt, hat mir dann ein Schaf zu viel abgerechnet sozusagen. Und dann war es mir dann einfach zu blöd, dann habe ich mir einfach nochmal ein paar Tiere mitgenommen. Das wollte ich eigentlich gar nicht mitnehmen. Habe mir hier nochmal die Löwen mit Babys mitgenommen. Habe mir dann noch so ein paar kleinere Tiere. Und zum Schluss, weil mich es dann wirklich geärgert hat, dass ich die Schafe nicht bekommen habe, habe ich dann noch zum Trotz gesagt, und jetzt hätte ich gar noch 30 Elefanten. Also ihr wisst ja, dass ich beim letzten Mal schon genügend Elefanten mitgenommen habe. Es hat mich irgendwie von diesem Typen provozieren lassen und habe dann mich einfach nochmal für 30 Elefanten entschieden. Er hat es keine Ahnung, ich glaube nicht, dass er es wirklich absichtlich gemacht hat, dass er mir einen Körper und zwei Köpfe zu wenig reingemacht hat. Das ist dann einfach passiert, ja. Und es war einfach, wir waren uns einfach nicht sympathisch und es ist jetzt einfach so, wie es ist. Und aus Fehlern muss man lernen. Deshalb wirklich nochmal für euch, prüft eure Bestellung, zählt es einfach nochmal nach. Und wenn die Mitarbeiter euch nicht sympathisch sind, macht es einfach zum Trotz. Ja, ich wollte dann einfach schnell da raus, wollte schnell mein Zeug zusammengepackt haben und einfach gehe. Aber ja, wie gesagt, ich hätte es dann einfach, das ist meine eigene Schuld natürlich, ich hätte es einfach selber nochmal nachzählen müssen. Dann wäre mir es aufgefallen, dass ich da zu wenig Elefanten bekommen habe. Aber wie gesagt, mir egal, das sind nur 20, 25 Euro. Und wer sich darüber ärgert, der ist dann auch irgendwo selber schuld. So, das war mein Fehler aus dem Legoland. Damit euch das nicht passiert, prüft wie gesagt eure Bestellung. Zu den Elefanten gibt es noch ganz kurz die Info, da gibt es wirklich noch genügend im Legoland. Also die sind bei weitem nicht ausverkauft. Der Mitarbeiter, da gibt es doch wirklich noch 4, 5 volle Kisten. Also da ist noch massig in den Regalen. Ich glaube, da habe ich auch wirklich nochmal eine neue Lieferung bekommen. Also die großen Elefanten sind wirklich noch zu Genüge da.
Was leider nicht mehr zum Verkauf steht, das sind hier die kleinen Babyelefanten, dann hier einmal der weiße Löwe, dann einmal der normale Löwe. Gab es nicht mehr. Die ganze Fische hier gab es nicht mehr. Da habe ich beim letzten Mal habe ich noch Krokodile mitgenommen. Dann gab es, glaube ich, noch einen Hammerhai, was ich aber nicht mitgenommen habe. Und es gab auf jeden Fall im Prinzip keine Tiere mehr. Die Schafe waren jetzt ganz neu, deswegen habe ich sie auch mitgenommen. Gibt es aber allerdings, da mache ich jetzt schon mal zu den Preisen ganz kurz, 3 Euro das Stück. Also das ist auch wirklich nicht gerade wenig. Und Pferde gibt es auch noch genügend. Also da habe ich ja beim letzten Mal keine mitgenommen. Also von dem her, es gab gerade wirklich sehr wenig Auswahl, was Tiere angeht. Und das war einfach wirklich diesmal richtig frustrierend, dass man da nichts mehr mitnehmen konnte. Also von den Elefanten hätte ich gern noch welche gehabt. Da habe ich mir letztes Mal, glaube ich, bloß 5 Stück mitgenommen. Also und auch von diesen Fischen her, weil ich sie wirklich richtig cool finde. Die leuchten im Dunkeln. Da habe ich auch bloß 5 Stück mitgenommen. Hätte man da auch gerne noch ein paar ja, für meine Bauwerke zum Verschönern irgendwie mitgenommen. Aber es gibt's alles nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es die wieder gibt, ob das tatsächlich jetzt die letzte Ware, die da praktisch verkauft wurde, ob jetzt sich das Sortiment ändert oder ob die Regale einfach nochmal aufgefüllt waren, kann ich euch tatsächlich nicht sagen. Also ich würde es mir wünschen, dass es nochmal aufgefüllt wird, aber kann auch sein, dass da ganz neue Tiere dann zum Verkauf stehen oder dass es tatsächlich keine mehr gibt. Also im Moment stand jetzt, als ich im Legoland war, gab es leider fast keine Tiere mehr. Also das war wirklich die letzte Auswahl. Und natürlich im Regal gab es noch ordentlich Tiere. Also der Grund, warum dass diese hier ausverkauft sind, das sind einfach, weil man sie selbst aus dem Regal mitnehmen kann. Und viele Leute wissen nicht, dass man die anderen Tiere dann aus den, ja, aus dem Schaufenster, aus der Vitrine, dass man die extra bestellen muss und nehmen sie deswegen nicht mit. Da sind es halt Kinder, wo die dann mitnehmen, die nehmen die dann raus und die Eltern bezahlen es dann natürlich und deshalb sind die wahrscheinlich auch schneller vergriffen als andere Tiere. So, jetzt gibt es ein paar Zahlen und Fakten. Wir fangen hier mit den kleinsten Tieren an. Also werde ich 3 Eichhörnchen plus 3 solche kleine Nüsse für 5 Euro in der Vitrine. Also es ist wirklich der absolute Wahnsinn, was das Zeug hier kostet. Bei Brickdink sind diese Eichhörnchen pro Stück ungefähr bei 3 Euro. Also da macht man einen guten Gewinn sozusagen, wenn man die im Legoland kauft, trotz wirklich der teuren Preise von 5 Euro. Also 7 bis 9 Euro würde ich die jetzt einfach mal schätzen. Also die kann man gut und gerne im Legoland mitnehmen. Da macht man auf jeden Fall keinen Fehler. Dann geht es hier gleich weiter mit den Schafen, also meine 14 Stück. Und da kostet eins bei Brickdink knapp über 3 Euro, also 3,30 Euro. Und bei Lego bekommt man sie dann für 3 Euro. Ist nicht ganz so gutes Geschäft. Eigentlich dachte ich, dass die Preise etwas höher sind. Aber da gibt es so ein spezielles Schaf mit noch extra Wolle obendrauf, also extra Stein sozusagen oder extra Wolle, wo da noch hier seitlich dann mit drauf kommt. Also das gibt es ja auch in diesem neuen Set dann mit drin. Und das Schaf, beziehungsweise mit Zusatzteil dann. Das kostet 9 Euro, also das ist dann das exklusive Schaf. Und dann machen wir hier gleich weiter noch die Lamas. Die habe ich mir auch mitgenommen. Die sind, glaube ich, von Friends. Fand ich eigentlich auch ganz cool, wie die aussehen. Eins ungefähr auch wieder bei, na, ob ich das jetzt noch scharf bekomme. Auf jeden Fall bei 3 Euro bei Bricklink. Und der Einkaufspreis war dann auch, also zusammen habe ich sie dann 3 Euro gekostet. Das finde ich dann auch ganz in Ordnung. Dann kommen wir hier zu diesen Pferden. Die kosten im Legoland 4,50 Euro. Durchschnittlicher Verkaufspreis so ungefähr bei 6 bis 7 Euro bei Bricklink. Ich finde die tatsächlich persönlich richtig cool, weil ich habe nur das ältere Modell und diese hier lasse sich ja praktisch die Beine noch bewegen, also nicht nur hier der Kopf. Und ja, ich habe es für meine Sammlung, habe ich bis jetzt bloß ein paar solche Modelle. Und deswegen habe ich mich auch beim letzten Mal, das habe ich ja schon gesagt, habe ich mich etwas geärgert, dass ich diese Pferde da vergessen habe. Und deswegen wollte ich auch diesmal etwas mehr mitnehmen. Und das habe ich auch gemacht. Ironischerweise oder lustigerweise gibt es dir dafür auch Sattel in verschiedenen Farben. Und ich habe es ja schon gesagt, im Legoland war so ziemlich alles ausverkauft. Das heißt, es gab bloß noch einen Sattel, eine Farbe. Und wir haben natürlich für unsere ganze Pferde, wollten wir natürlich auch einen Sattel haben. Den haben wir dann tatsächlich nicht bekommen, denn auch den Sattel muss man extra bezahlen. Also das ist dann auch wieder keine Ware, wo man dann Programm bezahlt. Wusste ich auch nicht. Und deshalb, wie gesagt, haben wir dann extra nochmal für den Sattel dann bezahlen müssen und haben dann tatsächlich nur 15 Stück anstatt 45 bekommen. Also das war natürlich dann auch etwas lächerlich, weil es, ja, wie gesagt, man hätte da einfach etwas toleranter sein können, wenn schon jemand kommt, der für über 1400 Euro bzw. für 1000 Euro da etwas einkauft. Also da kann man wirklich dann etwas toleranter sein. Aber
Wie gesagt, vielleicht nochmal als Tipp, falls euch ein Mitarbeiter im Legoland nicht ganz so sympathisch ist, dann geht einfach zum nächsten Mitarbeiter, wenn es denn möglich ist, und lasst die Mitarbeiter, die euch nicht so sympathisch sind, einfach links liegen. Dann geht es hier noch weiter. Löwe mit beiden Babys. Habe ich, wie gesagt, eigentlich wollte ich mir den gar nicht mehr kaufen, aber die Geschichte dazu kennt ihr jetzt ja schon. Würde ich kein so ein gutes Angebot. Also 9 Euro kostet er tatsächlich bei Lego. Das ist wirklich recht teuer. Der Löwe ungefähr hier bei 6 Euro. Die beiden Löwe-Babys reißt es nochmal raus mit jeweils 2,50 Euro. Also ungefähr 11 Euro. Das ist jetzt wirklich kein gutes Geschäft, was man mit dem Löwe hier macht, aber ich glaube trotzdem ein besseres, als wenn man die irgendwo einzeln kauft. Genauso hier nochmal die Elefanten. 15 Euro hat das Ganze dann hier nochmal gekostet. Also auch wirklich kein Schnäppchen. Bei Bricklink ungefähr 20 bis 22 Euro durchschnittlicher Verkaufspreis. Manche habe ich auch schon für 19 Euro gesehen. Also bei so Elefanten. Ich würde sie auf jeden Fall im Legoland mitnehmen, weil sie bei Bricklink einfach teurer sind. Aber so wirklich gutes Geschäft finde ich es jetzt eigentlich nicht. Wenn man hier noch einen 20% Gutschein hat, natürlich für alle Tiere wäre das definitiv richtig gut. Aber beim Elefant lohnt sich es doch mal richtig, weil da bezahlt man dann anstatt 15 Euro, bezahlt man 12 Euro. Und da würde sich so ein Elefant oder beziehungsweise dann auch mehrere Elefanten werden sich dann da durchaus lohnen. In den nächsten Videos habe ich noch einiges im Programm. Es gibt unter anderem noch Minifiguren zum selber zusammenbauen. Da gibt es dann auch nochmal Ninjago-Figuren, Infos darüber. Und ich habe natürlich noch die Einzelteile, die ich mir auch in der Lego-Fabrik gekauft habe. Also das gibt es alles noch im Programm, alles noch bei meinen Videos. Würde mich freuen, wenn ihr euch nochmal dazuschaltet. Ich sage dann heute vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!